Hallo liebe Sänger, mein Name ist Ekaterina Kardakova, ich bin Opernsängerin, Vocal- und Präsentationscoach. Ich habe heute für Sie ein sehr spannendes Thema. Was ist die Kopfstimme? Wofür brauchen wir sie und wie können wir sie trainieren? Also die Kopfstimme oder Pfeifstimme, auch Falsett für Männerstimme, ist der obere Umfang der Stimme. Das heißt, wenn wir hochsingen, die Stimmbänder schließen nur mit dem Rand und mit der Schleimhaut. Wenn wir aber tief singen, ja, die Stimmbänder, die schließen mit voller Masse. Je höher wir singen, desto länger werden die Stimmbänder und die schließen mehr mit dem Rand. Deshalb ist es sehr wichtig, besonders wenn Sie anfangen zu singen und Ihre Stimme zu trainieren und Gesangstechnik zu entwickeln, es ist sehr, sehr wichtig, dass Sie vorsichtig an Ihrer Kopfstimme arbeiten. Warum? Weil, wenn Ihre Stimme nicht trainiert ist und Sie noch nicht diesen guten Balancen zwischen Kopf- und Bruststimme haben, wird Ihre Stimme sehr schnell müde und heiser. Was sind die Vorteile der Kopfstimme? Es gibt mehrere, aber einige davon sind: mit der Kopfstimme können wir besser hochsingen. Mit der Kopfstimme ist die Ausdauer der Stimme viel, 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 viel besser. Und natürlich mit der Kopfstimme hat die Stimme einen besonderen Glanz, so dass sie lauter und lange singen können. Also für uns als Opernsänger ist es besonders wichtig, diese Kopfstimme zu entwickeln, weil dann können wir es wirklich durchs Orchester ohne Mikrofone rüberkommen. Wie können Sie die Kopfstimme trainieren? Am besten machen Sie alle Übungen auf O und U. Und wie ich schon sagte, fangen Sie bitte sehr vorsichtig an. Weil Sie müssen auch Ihren Körper, Sie müssen das Gefühl dafür bekommen, wie viel müssen Sie auch von der Stimmbänder, von Ihren Muskeln überall, nicht nur von den Stimmlippen, sondern auch wie viel Atmung, wie viel Zwerchfell, wie viel müssen Sie geben, um wirklich dieses die richtige Balance zu bekommen. Ja, fangen Sie unbedingt sehr vorsichtig an. Und ich möchte Ihnen eine Übung zeigen, die ich wirklich super angenehm und toll finde für den Anfang, für die Beginners, die Kopfstimme für hohe Töne entwickeln wollen. Also, nehmen Sie einen bequemen Ton und singen Sie die 5 Stufen nach unten und nach oben auf U und dann auf O. Wir fangen mit U an. Also 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. Das ist die Reihenfolge von den Tönen. Und sehr wichtig, wenn Sie allerersten Ton ansetzen, nehmen Sie einen kleinen Hauch mit. Also mit H, Hu beziehungsweise. Wir fangen auf Hu. Aber nicht zu viel Hu, sondern wirklich wie so einen kleinen Hauch dazu nehmen. Auf Hu mit einem kleinen Lächeln. Stellen Sie sich vor, dass Ihr Ton, allererster Ton, ist wie so eine kleine Perle, die von oben kommt und bleibt auch irgendwo hier im Maskenbereich, ne? Im Resonanzbereich. Und dann singen Sie weiter, auf keinen Fall von oben nach unten denken. Ich wiederhole wirklich fast in jedem Video, denken Sie, dass die Töne nicht oben unten sind, sondern die Töne gehen immer nach vorne. Obwohl Sie sie natürlich auch von oben nach unten singen, aber diese Vorstellung von oben anzusetzen und immer weiter nach vorne zu führen, hilft Ihnen wirklich jeden Ton von der Intonation her besser zu machen, besser zu gestalten. Also, Sie nehmen einen bequemen Ton oder Sie können auch mit mir es machen. Ich nehme jetzt einen bequemen Ton und auf Hu mit einem kleinen Hauch und mit dem Lächeln fange ich an und singe diese Übung. Hu. Wichtig dabei ist, versuchen Sie, wie gesagt, diese Vorstellung zu haben, dass der
erster Ton wie eine kleine Perle von oben fällt und sie empfangen diesen schönen Ton mit einem kleinen Lächeln und geben den Ton immer weiter. Passen Sie bitte auf, dass auf U, U, Ihr Kiefer nicht zu fest ist. Also ganz viele Menschen denken, aha, U ist so ein bequemer Vokal und den Mund nicht aufzumachen. Das ist falsch. Also innen im Mundbereich und im Rachenbereich muss sehr viel Platz sein. Also nur hier Mund und Lippen, sie sollen sehr kompakt und leicht diese U-Position haben. Die Zunge liegt unten an den unteren Zähnen, unbedingt vorne. Versuchen Sie auch mit der Zunge je höher nicht nach unten zu rutschen. Ja, das ist wichtig, dass die Zunge wirklich ganz entspannt vorne an den unteren Zähnen bleibt. Die ganze Zeit bleibt. Und dann versuchen Sie es auch nicht zu viel Atmung und nicht zu viel Power zu geben. Das ist eine super Übung, um auch die Stimme aufzuwärmen. Ja? Ganz wenig, weich, angenehm. Aber dabei, je höher Sie gehen, desto mehr Körperunterstützung sollen Sie Ihrer Stimme geben. Das heißt, versuchen Sie auch jeden weiteren Ton mit mehr sozusagen Seufzen, also mit diesem Gefühl, Körpergefühl vom Seufzen, so mehr zu geben. Warum? Weil dieses Gefühl vom Seufzen hilft Ihnen, den Ton auch tiefer zu verankern. Ja? Vergessen Sie auch nicht, für diese kleine Übung brauchen Sie gar nicht so viel Luft. Atmen Sie sich nicht zu voll. Also nicht so, dass Ihr Schulter nach oben geht und Sie fühlen sich total erwürgt von dieser Luft. Wenig, kompakt, mit Genuss nach außen singen. Wenn Sie zu dieser Übung Fragen haben, bitte schreiben Sie mir in die Kommentare. Ich beantworte sie sehr, sehr gerne. Wenn Sie auch Fragen generell über die Stimmbildung haben, schreiben Sie mir. Ich beantworte sie sehr gerne, wie gesagt. Wenn Sie meine Videos mögen, ich freue mich immer auf Ihre Likes, weil Sie mich auch motivieren, Ihnen über meine Tipps und Tricks, wie ich die Stimme entwickeln, zu erzählen. Wenn Sie individuelle Unterstützung bekommen, in der Beschreibung finden Sie auch den Link zu meiner Online-Schule. Und dann können wir auch individuell mit Ihnen an Ihrer Stimme arbeiten. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß bei dieser Übung und bei der Kopfstimmeentwicklung. Ciao!